Freiflug belebt den Kreislauf, stärkt die Muskulatur und weckt die Lebensgeister. Jeder Wellensittich braucht Spaß und Training, um gesund zu bleiben. Was muss ich beim ersten Freiflug beachten? Wann ist der beste Zeitpunkt dafür? Und wie bekomme ich die Sittiche wieder in den Käfig zurück? Wenn du das wissen möchtest, bist du hier richtig. Hallo und herzlich willkommen bei Wellness statt Wellestress. Deine Wellensittiche oder Börksittiche sind mindestens 7 bis 10 Tage bei dir und haben sich ein bisschen eingewöhnt. Sie fressen schon Hirse aus deiner Hand und flüchten nicht jedes Mal in die hinterste Ecke deines Käfigs, wenn du dich näherst. Ist jetzt die Zeit, die Käfigtür zu öffnen? Blicke dich im Freiflugzimmer noch einmal kurz um. Ist es wirklich sicher? Sind die Fenster zu und mit Post-its, Gardinen oder Rollos gesichert? Sind Hund und Katze ausgesperrt? Sind Spalten hinter Schränken und Aquarien abgedeckt? Gibt es einen attraktiven Landeplatz in Form eines Vogelbaumes oder eines Spielplatzes? Wie man ein Freiflugzimmer richtig sichert, findest du im Video in der Info rechts oben. Wenn ja, steht dem ersten Freiflug nichts mehr im Wege. Öffne die Käfigtür und warte, bis die Wellensittiche oder Börksittiche den Käfig von sich aus verlassen. Sie jetzt zu scheuchen oder zu drängen, würde das neu gewonnene Vertrauen zerstören. Es kann sein, dass es eine Weile dauert, bis sie den Mut fassen, sich aus dem Käfig zu wagen. Manche klettern auch zuerst auf das Käfigdach und sehen sich erst einmal misstrauisch um. Fliegen sie dann los, werden sie erstmals Schwierigkeiten haben zu landen. Alles ist fremd und macht Angst. Sie werden planlos herumfliegen und sogar Wände und Gegenstände streifen, bis sie müde und aufgeregt eine Bruchlandung auf dem Boden hinlegen. Jetzt müssen Sie sich erst einmal orientieren und abschätzen, wie groß die Entfernungen im Zimmer sind und wo Sie am besten landen können. Wellensittiche und Börksittiche müssen nicht das Fliegen erlernen, sondern die Orientierung und das Landen. Jage sie nicht herum und versuche ihnen nicht zu helfen. Mit der Zeit werden sie ihren Lieblingsplatz ganz von selbst finden und bei ihren Ausflügen zuerst anpeilen. Die Aufregung und die Angst werden dem Spaß am Fliegen weichen und sie werden es kaum erwarten können, dass die Käfigtür wieder aufgeht. Nach jedem Freiflug kommt der Zeitpunkt, wo Welli und Börki wieder in den Käfig zurück müssen. Wie kriege ich die Vögel wieder in den Käfig? Gehen sie freiwillig hinein? Am besten füttert man die Sittiche nicht außerhalb des Käfigs. Haben sie Hunger und Durst, gehen sie meistens von ganz alleine wieder hinein. Bei mir hat das gut geklappt. Mancher traut sich aber nicht zurück in den Käfig und bleibt draußen sitzen. Da die Käfige heutzutage zu groß und zu sperrig sind, um sie einfach so herumzutragen, hat es wenig Sinn, damit zum Vogel zu gehen und ihn anzubieten. Meistens geht das Federchen aber dann von ganz alleine hinein. Was dann? Gut bewährt hat sich das Stöckchentaxi. Sprich lieb und beruhigend mit den Vögeln. Nähere dich langsam, aber halte genug Abstand. Jetzt kannst du ihn ohne Probleme zum Käfig tragen. Oft klappt das nicht beim ersten Versuch, der Vogel fliegt weg und man braucht viel Geduld. Bedränge ihn nicht und jage ihn nicht. Mach immer wieder neue Versuche mit dem Stöckchen und mit der Zeit klappt es. Fühlt sich der Vogel zu sehr bedrängt, lass ihn. Lass die Lampe an und er wird in der Früh im Käfig sitzen. Drei meiner Börkis bleiben grundsätzlich auf ihrem Lieblingsplatz hocken. Wenn ich sie aber ins Bett schicke, gehen sie sofort und ohne Widerstand in ihren Käfig, während die Wellis schon lange schlafen.
Jeden Freitag gibt es ein neues Video von Welli und Birki. Bleib am Ball und abonniere meinen Kanal.